Wir gehen wieder unsere übliche Route. Wir sind wieder hier unten. Ich drehe mich wieder um. Gestern im Spiel hieß einer Udo. Den haben wir ganz zufällig in der Höhle getroffen, tut sogar eine Quest. Ich habe von dir Kohle bekommen, richtig so. Warum laufe ich so rum? Warum ist eigentlich mein Hylia-Schild noch nie kaputt gegangen? Das trage ich seit gefühlt 2 Wochen. 2 Monaten. 2 Jahren. 4 Jahren. Da so im Dreh. Sunanium. Neugst dich, grüße dich, wie geht's dir? Irrlicher brauchen wir auf jeden Fall. Was ist der Plan heute? Wir werden auf jeden Fall im Untergrund ein paar Monster killen. Da fielen mir zu viele. Und ich würde Krog sammeln. Estelle, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Die Schickmachsoße ist gerade wichtig. Voll gut. Voll gut, Raven. Wie kommst du, dass du live bist? Es hat funktioniert von der Zeit. Neugst du, danke für den Support. Boah, du Drecksack. Es hat einfach zeitlich geklappt. Michelle! Michelle, vielen Dank für den Gifted Sub. An! Blauheimat, vielen Dank. Vielen Dank. Michelip unterstrich 1616 unterstrich giftet ETI 1. Ich bin ganz präsent, aber sitzt in einer dunklen Höhle. Ja, Udo, da hast du halt hingehört, ne? Hallo Sensei, ich grüße dich. Hallo Link, vielen Dank für den ganzen Support, Leute. Vielen, vielen Dank, Michelle. Ich würde auch mal gucken. Ich habe ja gestern einen Tipp bekommen wegen den Käfern, dass wir nochmal zu diesen kackenden Viechern gehen. Wisst ihr, was ich meine? Udo, ich meine jetzt nicht die Leute aus dem Altenheim. Sondern, wenn ihr gerade nicht wisst, was ich... Was für ein Timing. Wenn ihr gerade nicht wisst, was ich meine, zeige ich es euch gleich. Kann ich auch verkleiden. Das ist wichtig. Arthur, ich grüße dich. Leute, schön, dass ihr da am Start seid. Freitagabend. Ich wünsche euch alle schon mal ein schönes Wochenende. Ich spiele heute ein bisschen Zelda ausnahmsweise. Nice, Link, das freut mich. Bei den 3 Höhlen genau, Laura. Richtig, richtig. Sarah, einen wunderschönen Abend. Kackende Viecher, wie redest du über Udo? Ah, das gefällt mir. Der Vibe gefällt mir. Willst auch Zelda? Nice, was machst du heute? Mit den unteren Flammen aufgehen auf den nächsten Chili. Es ist so gut wie nichts Scharfes. Ich kann Scharfes. Also ich bin da richtig Mimimi. Richtig Mimimi. Hab wirklich viel probiert, mich da ranzutasten, aber... Ne, Mimimi. Es gibt nur eine Sarah. Ah, leider nein. Eine... Ne, ich darf nichts Falsches sagen. Das ist unfair. Das ist unfair. Muss ja diplomatisch bleiben. Hier hinten holen wir uns auch noch. Du bist meine gute Nachtlektüre, schlaf seit 2 Nächten mit dir im Stream ein. Oh. Ich hoffe, du kannst gut schlafen. Das Wichtigste. Man muss immer so aufpassen, ne? Das ist so der Standardspruch. Du schläfst bei mir ein, ich bin so langweilig. Aber im Endeffekt ist ja auch was Gutes, wenn man irgendwie mit der Stimme und dem ganzen Drumherum und mit Link und den Monstern die Augen zubekommen kann. Sehr gut. Ach, Traum. Ich spiele gerade BTW von vorne durch. Wie weit bist du? Wo kann man legendäre Waffen kaufen? Bei den Händlern im Untergrund. Nicht falsch verstehen. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Wer A sagt, muss auch B sagen. Das ist unfair. Das ist gemein. Ist hier noch ein Gegner? Die Musik ist noch an. Ach, da oben, der Kamelle verkauft. Das ist noch einer. BTW auf 97%. Ich kann es ja nicht mehr sagen, wie viel Prozent ich habe. Ich habe damals auch meinen Spielstand überschrieben. Vergiss den Plateau fertig gemacht. Ah, okay, bist also quasi mit dem Tutorial durch. Das schmeißen wir weg. Ah, nee, das behalten wir mal. Das kann witzig werden. Ein Schubsschwert. Beim Schubsschwert sehe ich mich. Oder warst du dann nur müde oder hast du noch Getränke vorher zu dir genommen? Achso, legendäre Waffen. Es gibt mehrere Händler im Untergrund.
Den Händler, den ich am meisten zeige, ist hier. Dafür muss man mal eine Quest vorher machen, im vergessenen Plateau auch. Und dann kann man die kaufen, auf jeden Fall, gegen Irrlichter, genau, gegen Irrlichter. Samuel, lass dir schmecken, guten Hunger. Mir fehlen nur noch 13 Crocs einnehmen, sondern Fotos echt nicht viel. Hast du? Dann muss es hier sein, hier unten, wo du auch die Augen in die Statue reingetan hast. Das kann ich auch, wenn ich untermüde bin. Kann mir vorstellen. Ich muss erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen, das kann ich mir vorstellen. Das ist schon eine gute Umstellung. Ich gehe falsch, ne? Ich gehe falsch. Willkommen zurück, Simon, und nochmal vielen Dank für den Gifted Sub. War zu der Zeit im Schwermaschinenbau tätig, die haben... Okay. Da wird man anders müde. Du hast die Schickmaske gezerrt, sehr gut. Motto Platz 1, wo drin? Wo drin, Simon? Achso, bei den Subs. Und Minister. Nein, ich grüße dich, vielen Dank für den Support. Eine Waffe haben wir bis jetzt bekommen. Die killen wir auch. Die haben schmackhaftes Sodanium im Bauch. Da haben wir's. Jetzt kann ich auch Windbomben machen. Ja. Und eure Musik ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Orientierung, Orientierung. Simon, danke von Lurk. Einfach Eli, was geht bei dir? Wir sind Zelda spielen. Auch wieder eine Kackwaffe. Können wir nichts mit anfangen. Aber trotzdem nehmen. Die neue Spawn. Sarah, ich bitte dich. Auf dem Laufband. Im Supermarkt. Liebe TTK, Sam, ich auch. Wieder keine gute Waffe. Elias, auch TTK gezockt. Mach das, Raven, mach das. Safe. Wie weit bist du mit TOTK, Eli? Oh, Pudding, das tut weh. Und jetzt auch noch rausnehmen lassen, ne? Also. Wo sind wir da? Wo sind wir da? Guck ich jetzt. Jetzt schauen wir in die richtige Richtung. Sue. Moin Charlie, ich grüße dich, wie geht's dir? Dafür habe ich Skill. Die waren ja auch nicht in den Zehen, ne? Waren ja auch nicht in den Zehen. Bodenlos. Hätte ich doch, ich bin richtig. Das ist ganz Mark, ja gut, aber das ist echt nicht schwierig, oder? Ich bitte euch. Upp. So, fünfte Weise, okay, nice. Gut, geh gleich mit der Freundin feiern. Ganz viel Spaß. Pass auf dich auf. Sehr gut, Robin. Auch hier nochmal herzlich willkommen. Achso, hier diese Geisterstatuen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ne? Die Geisterstatuen bekommen neue Waffen, wenn der Blutmond kommt. Und ich weiß nicht, ob die auch neu werden, wenn man die hier nicht runternimmt. Und deswegen habe ich mir das angewöhnt. Ich klappe die halt eher ab, weil ich hier gerade Gerudo-Waffen suche. Oh, kein Bogen mehr. Wie viele Jahre waren das denn nochmal? 40 Jahre. 40 Jahre, okay. Heute live, Max, ja, heute live. Spontan dafür entschieden, ich hab Bock, ich hab Zeit, warum nicht? Welchen Tarn würdest du als erstes machen? Ich mag halt sehr gerne das ordentliche Gebiet am Anfang. Dezent. Mark, ich bin immer noch über deine Stimme überrascht, komme ich nicht drauf klar. Hört sich denn schlimmer an, viel schlimmer. Ich wünsche, dass du Fan wirst, dankeschön, das ist sehr lieb. Wird aber vermutlich nicht passieren.
Also ich habe wirklich im Stream halt den Bass halt ein bisschen hinzugepackt, weil das sonst über das Mikrofon halt nicht durchkommt, weil es ein USB-Mikrofon ist. Und halt die Höhen ein bisschen höher. Hört sich einfach viel besser an, finde ich. Ich glaube, der Unterschied wäre nicht so groß, wenn wir Discord Nitro hätten. Aber das ist, glaube ich, auch nur eine Frage der Zeit, bis wir da das auch haben. Der Bass macht das echt krass, aber ich finde es angenehmer. Ich finde es wirklich angenehmer in OBS. Du kannst fertig wegbleiben von dieser Ritter, dann speichern und dann wende ich deine Waffe. Achso, das könnte ich machen, Eli, ja. Aber das wäre, glaube ich, zum Zuschauen super langweilig. Deswegen mache ich das nur ab und zu, wenn der Blutmond kommt. Es geht auch um die Abwechslung, ne? Auch eine Kackwaffe. Und wieder hoch. Eli, vielen Dank fürs Folgen. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wenn man mich so hört, auf der Gamescom oder so, dann seid ihr nicht mehr von der Stimme so erschrocken. Hatte Dank für den Support, Dani. Danke für den Support. Danke, danke. Moment, wenn jemand was kommt und sich fragt, welche Stimme das ist, wenn man natürlich anders kann, schreckt mich einfach. Okay, dann macht man von mir was, hast du was verpasst. Der Herr war neugierig und hat sich eingeschleust. Eingeschleust auf seinem eigenen Discord. Hier war ich schon? Okay. Die Ausbeute ist momentan sehr, sehr mager. Deswegen müssen wir hier nochmal kurz hin. Habt ihr gerade über mich gelästert? Jetzt gerade? Seid ihr noch im Voice? Lästert ihr gerade über mich? Okay, ihr könnt gerade. Also jetzt nicht. Und vielleicht habt ihr eben gelästert. Nein, lach, Smiley. Vertrauenswürdig. Hast du schon einen fünften Weisen? Ja, habe ich. Ist mir aber zu klumpig, zu groß, ist mir zu auf dem Weg. Oh, echt jetzt, warum schreibt mir das keiner? Es war halt spontan. Ich habe gesehen, dass sie halt drinnen waren. Erst war Pudding alleine drin, dann kam Sarah hinterher und dachte, ja komm, springst du mal kurz, wenn das Stream on recht ist. Warum nicht? Jetzt muss ich gucken. Erinnerungsgewand. Ich kann mir den Namen halt nicht merken. Erinnerungsgewand. Easy Chic Maske, die habe ich auch. Plötzlich war er da. Das kam so plötzlich, ich war alles so aufgeregt. Erinnerungsgewand. Wie könnte das denn aussehen? Neues Reckengewand. Sonanium. Schneesturm. Das ist ja die Drachenrüstung hier. Habe ich ja auch schon wieder gelernt. Puh. Ist ein neues Reckengewand. Juju, einen wunderschönen Abend. Schön, dass du da bist. Das war so kurz bei mir und ich war so platt, einfach nicht erwartet. Es tut mir leid, ich werde mich das nächste Mal ankündigen. Plötzlich war er da. Einfach ein Freitagsmarke, was ist heute los, Marco? Was verheimst du uns noch? Ich habe auch 7 Tage, also ich bin nicht nur von Montag bis Donnerstag am Leben, versprochen. Warst du schon bei dem Mayonnaise-Typ beim letzten Stream eingeschlafen? Ja. Wir haben alle Hüllen fertig, wir haben alles eingelöst, wir haben den Stoff bekommen, wir waren beim Bruder und wir haben den Stoff auch schon mal uns angeschaut. Und Antrag und so muss er noch genehmigt werden. Ich weiß nicht, ob ich das Erinnerungsgewand habe. Vielleicht heißt es anders, aber ich finde es gerade nicht. Vielleicht gibt es dafür noch einen anderen Namen. Ich weiß nur, dass ich noch nicht alle Rüstung habe. Beim Grab war ich noch nicht Arthur. Erinnerungsgewand bekommst du durch alle Magierstatuen. Das macht Sinn, wir haben die Magierstatuen nur freigeschaltet quasi. Da können wir heute hingehen, das machen wir heute. Das können wir heute machen. Freitag bis Sonntag ist Update-Zeit, Ladezeit. Ein bisschen patchen bei Marco.
Aber ihr habt es schon mitbekommen, die letzten Patches waren alle nicht so gut. Ich bin quasi noch Cyberpunk bei Release. Guten Abend, mit dir habe ich heute gar nicht gerechnet. Tut mir leid. Ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen, dass ich an Tagen online bin, wo ich sonst nicht bin. Hallo Josie. Tut mir leid, sagt er. Man kann sich die Karte noch hochladen von allen Statuen. Kann ich machen. Ja, angezeigt, wenn sie mir gerade auf jeden Fall, kriege ich hin. Kriege ich hin. Vater, vielen Dank für den Log, ich grüße dich. Und sonst, Max, kommt die später auch noch auf YouTube, ne? Nein, Quatsch, freue mich, das freut mich auch. Oh, danke dir, Pudding. Wir haben alle kein Leben. Ach was, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Es gab auch bestimmt noch schon mal eine Zeit, wo es ganz anders war. Und wenn nicht, ist auch gut. Ich fühle mich ja hier auch wohl. Auch wenn ich nicht streamen würde. Ich war auch noch nie der Disco-Gänger. Noch nie. Bin zwar meistens damals mitgegangen, aber ich fand es eigentlich immer relativ scheiße. Momentan habe ich... Ja, genau. Also in der Woche was so unternehmen, mal okay, aber so regelmäßig, da ist auch einfach die Luft raus. Ich kann mich da wirklich nicht motivieren. Da sitze ich mich lieber hin und rette die Welt. Ja? Mit zwei Händen. Das ist der Wahnsinn. Also die Ausbeute ist eigentlich absolut bodenlos. Ist für mich aber viel gemütlicher. Weniger Stress, kann abschalten. Von daher kein Leben, nein. Ich bin euer Leben. Auch sehr gerne zu Hause. Ist auch nichts Schlimmes dran, ne? Ey, im Endeffekt geht es nur darum, dass ihr euch wohlfühlt. Egal, ob ihr jetzt regelmäßig unterwegs seid oder jeden Tag am Zocken seid und nichts anderes macht. Man muss einfach so ein bisschen im Leben klarkommen. Vielleicht auch noch ein, zwei Euro auf dem Konto haben. In dem Sinne, dass man jetzt nicht von Angst geschürt ist oder so. Dann ist auch alles fein. Mich hat keiner lieb außer Montag bis Donnerstag. Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe und nicht unter Leuten mit. Ja. Ey, wirklich, Hauptsache ihr fühlt euch wohl. Es gibt kein Lebensstil, wo man sagen kann, das ist der Beste. Gibt's nicht. Ist gut, dass das Erinnerungsgewand das alte Reckengewand ist. Ich habe ja eben gelesen, wo man es bekommt, das werden wir uns heute holen. Weil die Statuen, die Orte davon, die habe ich mir bei der Statue gestern gekauft. Deswegen haben wir noch so wenig Irrlichter. 339, wir hatten weit über 1000. Weg. Da vorne müssen zwei kommen, ja. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Es war auch mal anders. Also bei mir auf jeden Fall, aber... Muss nicht mehr sein, echt nicht. Marco schenkt mal Sarah Liebe. Wo kann ich das kaufen? Nächstes sind wir alle in Köln. Wenn das halt nicht klappt, also wenn das wirklich hier... Wenn wir noch ein paar Leute mehr werden... Warum auch immer, dass es dann klappen sollte, dass hier mehr Zuschauer kommen. Ja, dann werden wir auch mal so ein Treffen halt in Frankfurt halt machen. Manuel, vielen Dank fürs Folgen, ich grüße dich. Und sonst halt safe nächstes Jahr auf der Gamescom. Wo kann er das kaufen? Hat einer einen Link? Vielleicht mit Rabattcode irgendwo? Liebe kaufen? Denkt jetzt nichts Falsches, Liebe kaufen, Leute. Soldatenschwert, das ist ja absolut kacke, super. Oh, da oben. Okay. Danach haben wir aufzusuchen und gut ist. Am Tag? Liebe im Angebot 150 Euro am Tag. Am Tag? Da brauche ich mehr Subs. Geht nicht anders. Nehmen wir die dreimal hier. 2, 3. Upp. Ich habe die gerade nicht hingeworfen, ne? Alles klar. So. Und dann den hier. Oh, oh. Und dann den hier. Und wieder.
das? Moin Sven, ich grüße dich. Liebe Kammer, wir kaufen kostenlos. Oh. Und Sarah, vielen Dank für die 50 Bits. Vielen, vielen Dank. Mit dem Rabattcode Puffer25 gibt es 25% auf Liebe. Ah, Leute, das schlagt zu. Schlagt zu. Oft gibt's das nicht. Ich habe heute schon kostenlose Liebe verschickt. Ja. Okay. Wir gehen mal zu den Magierstatuen, ne? Wir gehen mal hin. Danke für die 90 Stunden. Freitag auch nicht so oft. Richtig, Sven. Richtig. Oh, ich habe eben 671 Crocs in den Titel geschrieben. Es sind 675. Irgendwie habe ich so das Gefühl, seitdem wir über 500 sind, macht das immer so einen Schwung. Einen Sprung, meine ich. Ach du Jemini, wie komme ich denn da hoch? Die Musik ist ja auch anders. Ich sag immer, BOTW-Musik ist viel besser. Aber es gibt so zwei, drei Stellen im Spiel, so ganz kleine Ecken, da ist die Musik wunderschön. Fabriklinkes Bein. Ah, okay. Wie viel Magier hast du schon? Weiß ich nicht. Kann ich wirklich nicht sagen. Hast du schon die Quest, wo die Magierstatue zusammensetzt? Meinst du, die Statue wieder aufstellen oder wo wir in dieser Wand diese Augen reinsetzen mussten? Mit dem Augen, genau. Kommt mir so wenig vor, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Kann man nichts. Ja. Gerade zwei Teller Kürbiskrim so weggefetzt. Gehe ich noch baden? Große Dank für den Support. Oder eher nicht. Hab heute Sturmfall. Was mache ich? Baden. Und hallo Lunis. Wo sind wir denn hier gelandet? Ach du Heilige. Können wir irgendwo durch? Schwierig. Ich will nichts bauen. Ich brauche ewig dafür. Kann ich verstehen. Kann ich sehr gut verstehen. Ich will halt nichts bauen, eigentlich. Genieß, dass du dich waschen kannst. Okay, mit dem Fuß und dem... Ja, ja. Hab nur gedacht, weil ich morgen wieder um 5 aufstehen muss, aber da ich eh nicht vorbereitet bin zu talken. Ja, dann ab rein in die Badewanne. Urquell des Mutes. Auch baden. Ich habe meine Wanne rausgenommen und warte, bis eine neue eingebaut wird. Warum hast du eine Badewanne rausgenommen? Sind wir da? Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal in der Magierstatue war. Ich weiß nicht mehr, was ich hier machen muss. Was ist hier? Hinter dem Wasserfall? Hinter dem Wasserfall? Okay. Ach, da bekommt... Drakoto, Alter. Ich kann mich an solche Orte nicht erinnern. So ein Energiekristall. Kriegen wir hier sonst noch was? Ich bin verwirrt. Und es danke für den Glück. Gutes Baden. Gute Versicherung. Ich geh mal hier hin, wo das Zeichen ist. Ich glaube, das andere war einfach nur so... Ja, hier.
Kristalle. Schönen Abend noch. Danke für den Lurk. Muss ich höher? Kann ich auch nirgendwo durch. Hey, listen! Hatimon, kannst du den Altar auf der Karte zeigen? Sorry. Hier sind wir. Wo? Ja, doch. Oder war ich hier schon mal? Wir müssen ja zu diesem Magierstadt. Und die habe ich ja alle, glaube ich, gestern freigekauft. Ich glaube, ich war bei keiner. Aber hier sind wir. Danke, gerne. Wow. Katzenmensch ist angesagt. Viel Erfolg. Keine Kratzer. Gutes Gelingen. Auch sonst sterbe ich. Lieber nicht. Provoziere es nicht. Da haben wir eine tolle Waffe aufgenommen. Weg mit dem Knüppel. Deus, mein Freund. Aber wenn er gute mit den 72 Stunden. Für Männer jetzt sogar mit 270 Stunden. Puder und Parfüm. Boah, ekelhafte Zeiten, glaube ich. Kann mir einer kurz sagen, ob ich bei den Magierstatuen noch mehr bekomme, außer die eine Truhe jetzt hier mit den 20 Kristallen? Weiß es einer zufällig? Das lebt keine 5. Ja, das ist absoluter Bullshit. Das Erinnerungsgrad, wenn du alle hast. Was mit Kristallen? Also ich habe da vorne nur hinter dem Wasserfall eine Truhe gefunden mit Kristallen. Aber hier ist das Symbol. Kriege ich irgendetwas? Muss ich hier irgendwas tun, dass das Spiel versteht? Ja, ich habe alle Magierstattung gemacht. Die meisten Dios stinken sogar nach Schweiß. Bisschen überfordert hier mit der Stelle irgendwie. Ich weiß ja nicht, ob ich hier oben richtig bin. Du musst mit jeder gesprochen haben. Okay, also muss es ja hier eine Statue geben, mit der ich reden kann. Okay, die Statue. Ah, alles klar, das hilft mir schon. Die besagte Statue zum Quatschen habe ich noch nicht gefunden. Ganz oben eventuell. Muss ich dann doch was bauen? Okay, ich habe jetzt hier nur einen Wasserfall gefunden. Sonst auch gar nichts, von daher. Müssen wir weitersuchen. Ah, Link ist ein Starker. Kurz Päuschen. Alter. Hallo. Da. Hat Hüt? Lol, okay. Der du mich ansprichst an einem Freitagabend. Bring mir jene Seelen, die dir in der Welt jenseits der Deinen zurückkehren sollen. Irrlicher sind es, von denen ich spreche. Verlorene Seelen, die in dieser fremden Welt der Weg nach Hause suchen. Ich bin es, der die Irrlicher dorthin zurückschickt, wo ihr wahrer Platz ist. Gerecht, ohne Unterschied. Gut, böse, alles leere Worte. Illusionen, die in unerleuchteten Spuken. Von mir aber sind alle Seelen gleich. Punkt, Punkt, Punkt. Es scheint, als seist du mit deinen Brüdern bereits, mit meinem Bruder bereits begegnet. So bitte ich dich um ein wenig Geduld. Gut alte Ehrenbrä. Meine Macht und die meiner Brüder erschuf die Dunkelhose. Bring mein angemessenes Opfer dar, um dieser Gabe habhaft zu werden. Okay. Wir können die Dunkelhose kaufen. Ich verstehe. Dann können wir mit den Statuen also das Dunkel-Set fertig machen und das Finsternis-Set. So verstehe ich das gerade. Und der Rest dürfte eigentlich alles sein, was wir
Ah, ich wollte schon sagen. Aber ja, hier sind die legendären Waffen, ne? Grimmige Gottheitklinge, Zweihänder, Vigoron-Schwert, Heldenschwert, genau. Hier sind sie. Ich habe zu wenig Irrlichter. Suche meine Brüder auf in diesem Landen. Gelingt dir das, so werde ich dich mit weiteren Gaben belohnen. Und die Irrlichter. Ja, das muss ja Vergangenheitsmarke, ne? Das ist auch wieder toll. Ich markiere die mal kurz. Upp, hier waren wir. Wir gehen zur nächsten. Well. Hier. Irrlichter. Nicht Teelichter, Irrlichter. Ich habe immer gesagt. Ja, Birgit. Du hast recht. Maeko, Marco mit K. Ach, mach mit meinem Namen, was du willst. Oh. Oh. Was ist mit dem Kollegen? Oh. Eli, wir kommen zurück. Maeko. Könnte ein Künstlername sein. Ich mache irgendeinen komischen Sommerhit und dann hört man mich 20 Jahre nicht mehr. Außer bei irgendwelchen Shows und sagt, ja, war eine tolle Zeit damals. Hallo. Haben wir dich schon mal besiegt? Ah, puh. Geh weiter. Herr Mirke! Schon seit TikTok immer. Ja, ja, du hast ja recht, Mama. Ich kann ja gar nichts gegen sagen. Ich wusste halt nicht, dass sie jemals noch wirklich einen richtigen Stellenwert bekommen. Er hört nicht, frag mal Pudding. Ich habe heute sofort den Discord-Channel erstellt, ja? Ich war ein Braver heute. Was macht der Bree eigentlich? Der fliegt da rum. Heute mal ja. Soll ich eigentlich noch mehr Channel machen? Hast du eben mitbekommen, wie ich das mit Tipps und Tricks meine? Bree. Maeko. Der gute Bree. Raven, woher kommt der Bree? Wo zur Hölle kletter ich hier gerade hoch? Ich kletter hier irgendwo hoch. Gott, bin ich. Bin schon mal überlegen, okay. Na, ich glaube, dass wenn das ein Post wird und ich aktualisiere den immer und schmeiße da was rein, wird das, glaube ich, ganz übersichtlich. Muss ich nur natürlich dann regelmäßig machen. Aus Brasilien und Bremen. Grimmige Gottheitszeit finde ich das Beste, ja. Ich brauche halt irgendwas mit Angriffskraft. Ich habe natürlich noch andere gute, wo man extrem Verteidigung pushen kann. Aber ja, grimmige Gottheit, finde ich, ist eine 10 von 10. Bis später, Arthur. Großbritannien. Ich frage es halt, ob es nicht besser ist, wenn ich das zum Beispiel mache, auch wegen Spoilergefahr. Ja, klar, gerne. Ich wollte, dass sie jetzt, wo du es vorgeschlagen hast, sagen, ja, klar, dann mach du doch. Dann mach doch den Channel. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja. Mach's 100% safe, ja. Hey Marco, kannst du einen Channel machen? Ja, mach das denn! Vielen Dank für den Support. Hey, ich muss mir ein Hörgerät anschaffen. Ich bin der Meinung, heute gibt's keinen Stream. Nein, du hast richtig gehört. Ich bin spontan da. Auch Crox, ja. Ich habe Stand jetzt 675. Alles, wirklich alles. Mine im Ranelltal. Wir sind überfordert gewesen. Schande über dich. Ach. Boah, es ist so schön mit euch, ey. Fühl mich so wohl. Marco, kannst du bitte den Stream nachholen, weil ich gestreamt hast? Ja, gut, woran halt die Lehen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Lehen? Weil er Zeit hat. Aber Marco, du musst den Stream nachholen, ey. Du warst nicht da. Mal kurz Stream machen. Boah, Alter, du hast gar nicht gesagt, dass du streamst. Du hast gar nicht gesagt, dass du streamst. Du bist so scheiße, Marco. Du musst ja nicht mehr Arbeit machen, dass du schon eh hast. Okay. Ich lag mit Autoklicker, das ist lieb. Aber wird irgendwann geblockt, ne? Irgendwann geblockt. Ah, Rupe, es war dein Sound! Ah, ich habe schon jemand anders angesprochen. Wegen dem Sound. Ich hab's verplant. Aber es war dein Sound, okay.
Ah, du hast das Rätsel gelöst. Ich war gestern. Er wollte den Sound haben. Ich habe es gemacht. Hallo Jackie, sehr gerne. Danke, dass du eher da bist. Danke, dass ihr da seid. Wollte dich nicht bei mir bedanken. Woran hat's gelegen? Ja, gut, woran hat's gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran hat's gelegen? Oh, die brauchen wir auch. Das habe ich gestern auch gesehen, ne? Ey, die ganzen großen Sonau-Dinge, die wir reingeworfen haben für Ventilatoren und so. Dann sehe ich gestern, fürs Upgraden brauchen wir die großen. Danke dir, Pudding. Ablenke tut gerade gut, das freut mich. Ich gebe mein Bestes. Ich muss noch rausfinden, wie ich diesen verdammten Gerät hochkomme. Bevel Egger. Ich lieb Sarah. Sofort Bevel Stress. Wo treffen? Autoklicker blockt irgendwann die Likes. Das meine ich eben, Eli. Die fliegen. Und ich glaube. Ja. Gut, dann nehmen wir halt immerhin noch den hier mit. Gummiplatz ohne Treten. Jetzt habe ich ihn gerade wieder geholt. Jetzt geht er mir schon auf den Pin, ne? Wahnsinn. Unten sind Irrlichter, sehe ich gerade. Ich war doch eben schon oben. Oh, das tut mir leid, Jackie. Wie bekommt man denn schnell Batterien? Sonanium. Sonanium heißt Sonanium? Sonium? Sonium. Soniumfarm. Es gibt keine andere Möglichkeit und das kannst du eigentlich auch nur im Untergrund machen. Da würde ich einfach jedes ja, kleines Monstergrüppchen, wo man Sonanium abbauen kann, mitnehmen. Und an jeder Mine gibt es halt so Höhlen unten. Die kannst du auch kaputt machen. Die müssen eigentlich nach jedem Blutmond wieder voll sein. Echt, also Jackie, ich verstehe auch nicht, warum du nicht etwas isst, was du nicht magst. Also, wir haben eben auch gesagt, Familie über alles und jetzt so. Hier ist eine Decke. Wie soll ich denn da reinkommen? Meine Batterie ist gleich leer und ich weiß nicht, wo ich reinkomme. Kannst du mir wieder auf der Karte zeigen? Es sind halt viele, ne? Es sind wirklich viele. Wüstenbar-Masine, Masine. Mine. Gerudo-Mine, Zentralmine. Es ist schwierig. Da würde ich dir eher empfehlen, google es kurz. Weil bis ich das hier alles abgeklappert habe, ist das Gegenteil von Unterhaltung. Ich finde das wirklich nicht. Ich habe auch kein Licht vorne dran. Das ist doch absoluter Scam hier. Aber Jackie, ich gehe auch mal ganz stark davon aus, das ist nicht das erste Mal so mit asiatischem Essen, dass du das nicht möchtest. Ist jetzt nicht so Neuland. Wir parken mal kurz hier. Woran hat's gelegen? Ja, gut, woran hat's gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Lehnen? Mal wieder. Oh, nice. Zum nächsten Mal. Neugier, danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend wünsche ich dir noch. Oh, den hab ich nicht gesehen.
Francis, wie geht's dir eigentlich? Hast du am Wochenende frei? Oh. Gott sei Dank. Jetzt auch, wann ziehst du mal wieder? Am Montag bin ich wieder online. Montag ab 19 Uhr. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, zum Glück, wie geht's dir? Ich kann nicht klagen. Ich kann nicht klagen. Bup, bup, bup. Bup, bup. Den haben wir immer mit. Weil wir wollen ja viel abbauen. Haben wir davon ein Bild? Ja. Ist doch nicht das erste Mal, dass sie ohne mich was essen. Familie. Familie. Werden sich hoffentlich wieder relativ schnell beruhigen. Mal ein Segen, mal ein Fluch. Ja, Akzeptanz von den Eltern wäre einfach schön, ne? Oder von der Familie. So, wir wollten parken. Haben wir gemacht? Wie kommen wir jetzt hier rein? Well. Ist das hier der Turm? Das ist der Turm. Kommt man da über die Wurzel rein? Oh. Turm. Ah, schön gedreht hier. Das sieht mir irgendwie so ein Eingang auf Wisch bestellt aus hier vorne. Können wir da irgendwie rein? Müsste ich das irgendwie sofort erkennen und ich raste einfach nicht? Helles Gesicht. Helles Gesicht. Oh Mann. Was ist hier für eine Wand? Das ist Nebel? Wow. Ich mache das gleiche wie eben. Und erhoffe mir ein anderes Ergebnis. Das ist schon eine starke Nummer. Also. Hier ist es irgendwo eigentlich. Genau hier hinter. Das ist ein düster Würmchen. Random mitten im Berg.